Nichtsdestotrotz, ich will euch meine Jahresfavoriten zeigen. Es sind jetzt nicht so viele, wie ich gedacht habe. Ich fange auch gleich mal an, damit das relativ schnell geht. Trockenshampoo, also Haare, habe ich eigentlich nur das. Ich versuche es gerade so in Kategorien zu teilen, aber ich glaube, das geht gar nicht, weil es sind gar nicht so viele. Aber haarmäßig kann ich mich nur mit, hoppla, mein Extension, kann ich mich nur mit den hier anfreunden. Und das Problem ist, das gibt es ja beim Müller nicht mehr. Und ich glaube, beim Bieber gibt es das jetzt noch. Also ich hoffe, dass es das beim Bieber noch gibt. Wenn nicht, bin ich im Po, wenn es das beim Bieber nicht geben sollte. Aber ich glaube, es gibt es noch. Also ich muss nochmal nachschauen. Und ich habe sowieso ganz, ganz viele Backups. Dann machen wir mit Gesicht weiter. Durch das, dass ich ja jedes Mal eine andere Gesichtspflege verwende, habe ich nicht wirklich einen Favorit. Weil wir kriegen halt so viel und durch das habe ich nicht wirklich viele Favoriten. Außer mein Serum von Elisabeth Arden, das Kapselserum, das kennt ihr ja jedes mit diesen Kügelchen da drin. Das ist jetzt mein letztes leider. Ich habe auch keine Probeln mehr und so. Und bei uns habe ich gesehen, es ist jetzt wieder rausgegangen und ich möchte wissen, wo der Tester verschwunden ist. Aber okay. Ja. Dann habe ich hier noch von Elisabeth Arden die Kapseln. Ich liebe ja Elisabeth Arden, das wisst ihr ja. Nur sollte ich die jetzt wieder öfter verwenden. Anfang des Jahres habe ich die viel, viel öfter verwendet. Ich habe nämlich auch mal von der Tanja welche bekommen, weil sie die extra wegen mir gekauft hat und dann hat sie es nicht vertragen. Aber ich liebe die. Ich liebe die wirklich und sie hat mir die geschenkt und da bin ich 100 Millionen Mal dankbar drüber. Es gibt nämlich halt beim Tiki Max gibt sie halt öfter günstiger, sage ich euch ganz ehrlich, weil beim Müller würde ich es mir selber auch nicht kaufen. Nur schaut die Verpackung schon gut raus, die müsste ich mal putzen. Ja, und mir ist vorher das ganze Ding runterknallt und jetzt habe ich da ganz viele Sparky-Haare drin. Ganz toll. Das muss ich nochmal ausleeren und durchgucken. Es gibt nur die große Variante, die fürs ganze Gesicht sind. Jetzt ist es mir gerade runtergeknallt. Ganz toll. Meine Nägel sind auch schon zu lang, wenn ich ehrlich sein soll. Und dann gibt es ja noch die kleine Variante. Da, wo ich... Zug aus, das ist nah. Die kleine Variante, was für die Augenpartie ist. Ich habe beide schon lange nicht mehr verwendet, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, wirklich schon sehr, sehr lange nicht. Aber sie sind trotzdem Jahresfavoriten, weil ich habe sie Anfang des Jahres immer benutzt und euch auch sehr oft zeigt. Machen wir ganz schön weiter mit den Augenbrauen. Das kennt ihr ja eigentlich hier auswendig. Ich habe das, wie heißt denn das? Diese Brow Gel Creme von MAC, die ich immer noch verwende. Es ist auch schon relativ viel weg, wie man sieht, aber sie hält trotzdem noch sehr lange. Und ich finde, jetzt geht es auch wieder. Manchmal habe ich das Gefühl, gebe ich zu viel drauf, ich muss weniger nehmen. Und mein Lieblingsaugenbrauengel von Miss Lean. Das kennt ihr eh auch. Das ist auch schon wieder fast leer, also kennt ihr ja eh schon auswendig. Machen wir gleich mit den Lippen weiter, weil da habe ich mehrere Favoriten sogar. Ich meine, die Favoriten sind ein bisschen nicht geschummelt, aber das waren halt November, Dezember Favoriten wirklich extrem. Besonders der rote, das ist der Cinnamon Bear. Bear? Bear? Cinnamon Bear, ja. Der rote mit dem Lip Liner zusammen. Dann habe ich den auch sehr gern verwendet. Den, der in meiner Handtasche ist, den habe ich auch gern verwendet. Den habe ich ja noch nicht benutzt. Aber die drei waren so richtig... Ich meine, der rote am allermeisten natürlich. Ihr kennt mich ja mit Rot. Aber nicht nur... Too Faced, sondern auch MAC natürlich. Ich gucke nur jetzt natürlich so. Das ist der Gleam Lippenstift, der sieht so aus. Habe ich auch sehr, sehr oft in Kombination mit dem roten Yves Rocher Lip Liner verwendet. Ich mag die Yves Rocher Lip Liner sehr, sehr gerne. Dann habe ich noch einen MAC, den habe ich auch sehr oft verwendet, den Cozy Up. Den habe ich auch sehr, sehr oft benutzt. Und noch einen fällt nämlich nicht ein, welcher das war. Ich habe noch einen dauernd verwendet, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Make-up Factory Lippenstifte mag ich auch sehr gern. Die trage ich zwar nicht privat, da trage ich jetzt sehr auf Too Faced oder eben MAC, aber arbeitmäßig trage ich wirklich gern Make-up Factory. Die halten Bombe. Ich habe jetzt noch einen lilanen in der Arbeit, den hätte ich euch auch gern zeigt, weil den wollte ich euch eigentlich in dem Video zeigen, aber ich habe vergessen. Jetzt habe ich nur einen Nude-farbenen, der kaum benutzt ist, aber der ist auch wunderschön. Und ich mag den Duft von diesen Lippenstiften.
Also die Make-up Factory sind zwar auch teuer, ich glaube, da kostet auch einer 14,95 oder so, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Also ist auch nicht so günstig, aber ich liebe die. Ich will auch gar keine anderen mehr haben, also keine Essence, keine Catrice, nein, gar nicht mehr. Ich muss ja auch die ganzen Lippenstifte wieder runterbekommen und das schaffe ich nur noch mit dem da von MAC, der auch ein Jahresfavorit von mir geworden ist. Ich habe den schon so oft aufgebraucht. Ich habe schon so viele Flaschen in meiner Back-to-MAC-Kiste und ich hoffe, dass die überhaupt zurücknehmen bei Back-to-MAC. Das hoffe ich wirklich sehr, ich habe schon so viele. Ja, es ist auch schon wieder urwenig drin, wie ihr sehen könnt. Das heißt, ich muss mir wieder einen holen. Ich glaube, ich habe keinen. Habe ich mir schon einen gekauft? Ich glaube nicht, ich wollte und habe vergessen, glaube ich. Weil das ist der einzige, wo ich es wirklich runterkriege. Ich suche aber schon ehrlich gesagt nach einer günstigeren Variante. Weil mir das auf Dauer, glaube ich, zu blöd einfach wird. Ich sage es ganz ehrlich. Es ist nicht gerade wirklich günstig. Es geht relativ schnell leer und ich habe schon so viele Flaschen davon. Von Back to Make. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Also es sind da komischerweise nur zwei, aber ich habe, glaube ich, noch irgendwann eine aufgebraucht. Ich habe aber ein Bild, das sind drei. Ja, also da sind jetzt mal nur zwei, aber ich habe mal ein Bild. Naja, da ist noch eine. Da ist die dritte. Ich habe auch den Fixing Spray hier auch leer und die Back-to-Mac-Kiste ist mega voll. Mega, mega voll. Und ich will unbedingt nach Deutschland, um mir was zu holen, aber ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Habe ich wirklich noch keinen blassen Schimmer. So. Also auf jeden Fall den. Dann zeige ich euch schnell die Fixiersprays, die ich am liebsten mochte im Jahr 2018. Auf jeden Fall so, ich habe leider den Dixbury bei meinen Parfums. Parfums habe ich komischerweise keins. Was ich jetzt, aber ihr kennt mich, ich wechsle ja immer. Ich brauche eins auf, nehme dann ein ganz anderes und habe nie immer wieder dasselbe. Deswegen, ja, ich habe aber so viel, da ist das eh normal. Aber bei Fixierspray habe ich immer eins, das ich für die Arbeit extra verwende, was halt nicht so extrem teuer ist. Und dann eins, was ich für private Zwecke benutze. Zum Beispiel, wenn ich mich so wie heute schminke und ich weiß, mein heute gehe ich halt nicht fort, aber wenn ich weiß, ich drehe Videos und ich gehe danach anschließend weg, benutze ich immer das von MAC. Da ist jetzt ein ganz anderes drinnen, als da abgebildet ist. Aber es ist auch ein Kokosduft, glaube ich, was da drinnen ist. Die Flasche habe ich mir halt aufgehoben, weil die war von einer Limited Edition und ich fülle halt immer den Fixierspray da in die Flasche rein. Und die andere Flasche gebe ich schon ins Aufgebraucht-Ding. Also in die Kiste. Ihr habt sie vorher gerade gesehen. Und für die Arbeit. Ich habe jetzt einen anderen von Catrice. Ja. Der ist auch fast leer. Also es ist nicht. Es ist fast die Hälfte ist weg. So sieht er aus. Aber den finde ich grottenschlecht. Also der Duft ist widerlich. Und ich mag ihn einfach nicht. Ich mag ihn wirklich nicht. Ich habe ihn mir halt gekauft, weil er nicht mit der Edition war und weil da halt die Tropfen drauf waren. Ich opfer. Mache ich nie wieder. Mache ich wirklich nicht mehr. Also wenn ich weiß, ich mag das Produkt von der Marke nicht, dann kaufe ich es mir nicht mehr, weil das bringt mir nichts. Deswegen bin ich wieder dann zu dem zurück. Den habe ich mir jetzt halt als Backup gekauft. Ich habe ihn noch nicht verwendet. Ich finde der, ich meine, ich habe ihn noch nicht benutzt, deswegen riecht man nichts. Aber er riecht urgut, ist auch teuer. Der kostet 15 Euro eigentlich. Aber ich komme mit dem relativ lang aus. Ich benutze auch jetzt nicht so viel, wenn ich den für die Arbeit verwende. Aber so kann ich halt die Sachen auch herzeigen besser, wenn ich sie verwende. Und ich finde Make-up Factory wirklich keine schlechte Marke. Man muss der Marke halt, finde ich, nur ein bisschen eine Chance geben. Ja, dann bleiben wir noch kurz bei Make-up. Für mein Make-up generell habe ich am liebsten den Real Techniques Schwamm benutzt. Seitdem kaufe ich mir auch keine anderen nach, nur noch die Real Techniques. In der Kamera schaut er viel schöner aus als in echt. Ich muss, glaube ich, wieder ein paar ausmisten und dann mir neue kaufen. Weil der schaut, naja, ein bisschen sieht man es. Er ist nicht mehr so schön, wie er sein könnte. Weil die kriegt man nach einer Zeit leider nicht mehr so schön sauber, wie man soll. Ja, aber den benutze ich eben für jedes Make-up, egal welches. Nur ich merke, dass ich noch das perfekte Make-up noch nicht gefunden habe. Das merke ich wirklich. Also alle, die ich jetzt bis jetzt habe, heute habe ich es auch gemerkt. Ich meine, jetzt im Nachhinein geht's, aber das Make-up gibt es eh nicht mehr, also brauche ich gar nicht drüber reden. Aber jetzt im Nachhinein, ich brauche ein besseres. Ich muss mal mich umschauen. Vielleicht ein paar Proben ausprobieren oder mich mal schminken lassen oder so. Aber ich will unbedingt ein anderes Make-up haben. Highlighter 2018 auf jeden Fall der MAC.
Ich kann den Namen nicht aussprechen, deswegen zeige ich ihn euch so. Ich glaube, Chez Chez Lamé spricht man so aus, bin mir jetzt nicht sicher. Den habe ich schon so lange, den Highlighter. Ich habe ihn auch heute wieder oben. Boah, ich liebe den. Also ich glaube, wenn der leer wird, was leider nicht mehr lange dauern wird, wirklich nicht mehr lange dauern wird. Autsch, das tut höllisch weh, wenn ich das herzeige. Da ist schon fast gar nichts mehr da. Ja, also da ist nicht mal mehr die Hälfte drin, würde ich sagen. Weniger als die Hälfte ist da noch drin. Aber ich bin wirklich stolz auf mich, dass ich den so weit benutzt habe. Das Einzige ist halt, ich liebe diesen Highlighter. Deswegen benutze ich ihn auch gern. Und das Einzige, was ich mag MAC Highlighter wirklich sehr gerne. Die Creme Highlighter, die Creme Rouge, das... Ich bin gespannt, was ich dann als nächster verwende, wenn der leer wird. Weil das ist von 2018 wirklich mein Liebling. Wirklich. Ich bin wirklich traurig, wenn der dann leer wird. Weil ich glaube, es gibt nicht mal so eine Art Ersatz für den. Also ich glaube nicht. Also ich hätte nie so einen gesehen. Ich habe nämlich letztes Mal, glaube ich, eh geschaut. Aber... Ich glaube, es gibt nicht mal einen Ersatz für meinen Liebling. Was aber nicht so dramatisch ist, weil ich habe 100 andere Highlighter. Also so schlimm wäre es nicht, aber ich liebe den wirklich sehr. Also das ist ein Highlighter, den... Ihr habt gesehen, wie sehr der benutzt ist. Also ich glaube, so stark einen Highlighter habe ich noch nie benutzt wie den. Wirklich nichts. Und ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Nur so lieben. Dann die zwei letzten Produkte sind Freeman-Masken. Ja, ich liebe Freeman-Masken. Ich habe mir ja jetzt die großen Tuben auch gekauft. Ich bevorzuge aber irgendwie immer die da. Ich weiß, die machen natürlich mehr Müll, weiß ich eh. Und die sind halt, ja, eine Einmal-Anwendung. Aber das sind auch die beiden, die mir am besten gefallen. Außer die blaue, die habe ich, glaube ich, jetzt als Tube auch da, aber die ist im Schrank drinnen. Und ich finde, die zwei reichen, damit ich euch die zeige. Die ist aber eher was für den Sommer. Deswegen glaube ich, werde ich die eher dann im Sommer weiterverwenden. Und die ist sowieso geil. Der hat so einen Zuckerpeeling-Effekt und ich liebe die. Die liebe ich. Die blaue ist auch total geil. Man ist halt total blau, aber die ist auch gut. Also Freeman-Masken sind meine Lieblingsprodukte, aber leider gibt es die ja bei uns in Österreich nicht. Da muss ich immer nach Kleinhoxdorf und ich war schon lange jetzt nicht mehr. Meine Arbeitskollegin hat mir zwar versprochen, wir fahren wieder, aber... Wir sind nicht gefahren, leider. Aber ich hoffe, dass wir bald wieder da rauskommen. Egal mit wem, ich will unbedingt da raus. Aber auch wegen was Bestimmten. Ich habe nämlich irgendwo auf mein Handy, lungert das um, ganz alte Fotos von den Klinikprodukten abfotografiert. Und die sind dort viel, viel günstiger als bei uns in Österreich. Und deswegen will ich will dieses eine Serum, was ich in klein gehabt habe, mir unbedingt nachkaufen, weil das fand ich wirklich gut. Aber ich habe jetzt eh genug, also mal gucken. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt es mir gerne mal schreiben, wenn ein Favorit dabei war, den ihr auch habt, was ich nicht glaube. Aber ihr könnt es mir mal gerne schreiben, was euer liebstes Produkt war 2018. Wenn ich mich dafür entscheiden müsste, was mein allerliebstes war, wäre das der Highlighter von MAC. Und natürlich die Too Faced, wenn ich schummeln würde. Aber der wäre meine Nummer 1. Also der ist im ganzen Jahr mein Begleiter gewesen. Wirklich ein ganzes Jahr und er krümelt. Ich lege ihn lieber wieder hin. So, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was euer Lieblingsprodukt... Habe ich schon gesagt? Ich habe Alzheimer. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was euer Lieblingsprodukt war. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!